Der neue Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, ehemaliger Investmentbanker. Die Wirtschaft hatte ihn favorisiert. Die zweitwichtigste europäische Industrienation neben Deutschland bleibt in der EU. Auf seiner Agenda steht ganz oben ein stark umstrittenes Reformprogramm für Frankreich. Denn die französische Wirtschaft befindet sich in einer Krise. Den Arbeitsmarkt möchte er wie in Deutschland reformieren. Denn die Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Fast jeder Vierte ist ohne Ausbildung und Job. Im Vergleich dazu sind es in Deutschland nur 6,7%. Schlusslicht ist Griechenland. Nächstes Problem, die Staatsverschuldung. Sie liegt derzeit bei 96%. Seit Jahren sind die Ausgaben viel höher als die Einnahmen. Macron will in Zukunft weniger Schulden machen und wie Deutschland die Schulden abbauen. Ein weiteres Problem, Frankreich exportiert zu wenig, gibt aber zu viel Geld für Importe aus. Im Vergleich zu Deutschland hat es eine negative Handelsbilanz. Macrons Lösungen: Er will die Staatsschulden abbauen und Geld sparen. Zum Beispiel bei der Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Aber der 39-Jährige braucht viel Geld für Investitionen. Das Geld möchte er durch Verkäufe von staatlichen Unternehmensanteilen, wie zum Beispiel bei Peugeot, Citroën, wieder einnehmen. Schon dieses Jahr will der neue Präsident investieren. Bis zu 60 Milliarden Euro. Zum Beispiel, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und um die Franzosen beruflich besser zu qualifizieren. Vor allem in der digitalen Wirtschaft und in der Branche der erneuerbaren Energien. So will er erreichen, dass Frankreich in der EU ähnlich stark wird wie der Nachbar Deutschland.